Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum aktuellen Neu-1-Journal. Gleich zu Beginn der Sendung geht unser Blick noch einmal zurück auf ein Jubiläum in der Viertorestadt. Das Neubrandenburger Reitbahnviertel feiert 30-jähriges Bestehen und hatte am 7. September den Höhepunkt des Jahres auf der Agenda. Das Stadtteilfest 30 Jahre Reitbahnviertel. Jetzt geht's los! Die zwei großen Neubrandenburger Wohnungsunternehmen, das Quartiersmanagement, die Stadtwerke und der Oberbürgermeister mit vereinten Kräften am Zug. Nicht etwa eine Panne, sondern ein sportlicher Gedanke ließ die fünf Herren einen Bus ziehen. Und es taten ihnen noch mehrere Mannschaften gleich. Eine Aktion auf dem Stadtteilfest 30 Jahre Reitbahnviertel, die auch sinnbildlich steht dafür, wie man sich Herausforderungen im Wohngebiet stellen und Leben und Arbeit Hand in Hand gestalten will. Also was wir im Reitbahnviertel erleben, ist ja wirklich, dass Vereine miteinander zusammenarbeiten, untereinander zusammenarbeiten, dass wir über das Projekt Nordstart, über das Quartiersmanagement alles zusammenbündeln und sagen, lasst uns gemeinsam anpacken und gucken, was wir für das Viertel erreichen können. Und da können wir, glaube ich, ganz gute Erfolge schon vorweisen. Eines hatte das Viertel speziell zum Jubiläum erreicht. Es hat jetzt, wie die Nachbarn vom Datzeberg, einen eigenen Song. Andreas Mehntke hat das Reitbahnviertellied geschrieben und performte es mit generationsübergreifender Unterstützung zum Stadtteilgeburtstag. Dieses Fest am Reitbahnsee gestaltete sich vielfältig wie das Viertel und die Nordstadt selbst. Eine Leistungsschau von Angeboten, die das Stadtteilleben hier das ganze Jahr attraktiver und vital gestalten. Das Reitbahnviertel ist der Stadtteil mit dem jüngsten Altersdurchschnitt in Neubrandenburg. Der Volleyballclub Sahnitz, der Lübser Sportverein und die Freiwillige Feuerwehr aus Rogez haben eine Gemeinsamkeit. Sie alle konnten ihre Vereinskasse bereits mit 2000 Euro auffrischen. Grund dafür war die beliebte Spendenaktion Scheine für Vereine. Unsere Radiokollegen von Ostseewelle sind aktuell noch im Land unterwegs, so auch am vergangenen Donnerstag in Grünow. Ja, herzlich willkommen, liebe Neu-1-Zuschauer. Ostseewelle ist wieder unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Diesmal mit der Aktion Scheine für Vereine. Und zwar, wir füllen die Vereinskassen im Land auf, auch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Und heute hat es den Pferdesportverein hier aus Ollendorf in der Nähe von Neustrelitz getroffen. Die haben sich innerhalb von zwei Titeln, nachdem wir um 17 Uhr ihren Verein genannt haben, bei uns gemeldet im Programm und schon mal 1000 Euro für die Vereinskasse gesichert. Jetzt heißt es ordentlich Trubel machen, denn pro Unterstützer legen wir noch 5 Euro mit drauf. Die Zahl kann maximal verdoppelt werden, sprich 2000 Euro sind insgesamt möglich. Und jetzt drücken wir dem Pferdesportverein hier aus Ollendorf bei Neustrelitz ganz, ganz fest die Daumen, damit ordentlich Geld in die Vereinskasse kommt. Na ey, was machen die hier alles für das Dorf und für die Gemeinde und für die Kinder vor allen Dingen, ne? Also das ist ganz großartig. Ja, meine Kinder haben mich gerade auf der Couch überrascht und ja, der PSV Ollendorf und dann sind wir halt gleich hierher gerast. Wir haben 40 Pferde, sind über 70 Mitglieder, unseren Verein gibt es seit 18 Jahren, haben ganz klein angefangen und sind immer größer geworden jetzt. Wir wollen uns unseren größten Wunsch erfüllen, eine Flutlichtanlage und ein wetterfester Boden für unseren Reitplatz.
Also ihr seht, wie einfach es gehen kann, bei Ostseewelle Radio Mecklenburg-Vorpommern bei Scheine für Vereine 2000 Euro in die Vereinskasse zu bekommen. Wir sind noch bis Ende September in ganz Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Alle Infos zu Scheine für Vereine, wie ihr mitmachen könnt und wie ihr eure Vereinskasse auffüllen könnt, gibt es im Internet bei ostseewelle.de. Und natürlich einschalten. Immer kurz nach 7 und kurz nach 17 Uhr bei Ostseewelle können wir ganz einfach gewinnen, oder? Klasse seid ihr. Danke, Spitze. Das machen wir gerne. Am 15. September beim Großen Automarkt auf dem Neubrandenburger Marktplatz. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Jetzt möchten wir Ihnen eine junge Rockband aus Neubrandenburg vorstellen. Mit Coversongs von den Toten Hosen, den Sportfreunden Stiller oder von Matzen rocken sie die Bühne wie ihre großen Vorbilder. Aber auch eigene Songs gehören mittlerweile zum Programm. Hallo, ich bin Finn Cornell, ich wohne in Neubrandenburg und bin 12 Jahre alt und bin der Gitarrist und Sänger. Hallo, ich bin Leon, ich wohne auch in Neubrandenburg, bin 13 Jahre alt und bin der Bassist. Hallo, ich bin Arthur, wohne auch in Neubrandenburg, bin 13 und bin der Schlagzeuger. Verrockte Jungs heißt die jüngste Rock-Pop-Musik-Kombo aus Neubrandenburg. Seit März 2017 ist die Band am Start. In kürzester Zeit hat sie Fans und Unterstützer gesammelt und die Bühnen der Region gestürmt. Wie so vieles hat aber auch diese Geschichte klein angefangen. Ich und Arthur, wir gehen ja in eine Schule und da haben wir damals, als ich erste war und er zweite, da haben wir damals in einem Chor zusammen auf dem Weihnachtsmarkt in Neubrandenburg ein Lied gespielt in der Weihnachtsbäckerei. Und da haben wir dann so angefangen, sowas zusammen zu machen. Das war echt schön. Leon haben wir dann kennengelernt beim Wakeboardfahren, bei der Wasserskianlage in Neubrandenburg. Und da haben wir ihn gefragt, ob er ein Bassist sein, also er hat noch keinen Bass gelernt. Und dann hat er extra Bass gelernt, damit er in der Band spielen kann. Und dann hat er jetzt angefangen und seitdem spielen wir zusammen. Finn, du zählst ein und dann geht er ab. Du fängst an. Unterstützt wird die Band von der Musikschule Concentus, die auch den Probenraum zur Verfügung stellt.
Musiklehrer Guido Kamps hat die Aufgabe des musikalischen Bandcoachings übernommen. Er schrieb auch die Melodien für die ersten eigenen Songs. Fleiß, Unerschrockenheit, Liebe zum Instrument und zur Musik attestiert der Lehrer seinen Schülern. Beste Voraussetzungen für eine Karriere im Musikbusiness, denn der Anspruch geht über eine reine Hobbyband hinaus. Aktuelle Entwicklungen scheinen den Erwartungen recht zu geben. Vom Alter her gesehen, möchte ich mal meinen, die jüngste Band, die überhaupt bis jetzt schon so weit, also in unseren Breiten hier, ne, die so schon so weit gekommen ist und haben jetzt zwei eigene Songs und haben schon eine relativ große Fangemeinde, ne, und ich denke, wenn jetzt die Unterstützung durch die Medien noch kommt, dass da noch eine ganze Menge passieren kann. Ne, wir versteifen uns jetzt nicht drauf, weil, Sie kennen das aus eigener Erfahrung, man kommt dann in Schwärmen und denkt, oh, wir können ja noch groß rauskommen und all sowas. Ne, dann passiert nachher irgendwie nichts. Und das ist ja oft noch schon der Fall gewesen, bei anderen Bands auch. Ne? Aber wir arbeiten einfach an unserem Programm weiter. Wir versuchen, eigene Songs weiterzumachen. Und wenn wir natürlich aufspringen können auf so einen Zug, ne, dann machen wir das natürlich auch. Und die Eltern sind halt sehr aktiv und das ist auch ein wichtiger Bestandteil, dass das überhaupt so weit erstmal gekommen ist. Ne? Alleine meine Hilfe jetzt durch den Unterricht ist die eine Seite, die andere Seite ist halt, dass die Eltern halt so aktiv sind. Ne? Und ja, das entwickelt sich, muss ich mal sagen. Fast 40 Auftritte haben die verrockten Jungs in anderthalb Jahren Bandgeschichte absolviert. Ihr erster eigener Song hat es bereits ins Radio geschafft, wurde unter anderem bei Ostseewelle vorgestellt. Hab dich voll gern, heißt das Stück, produziert vom Demina Musiklabel Black Block Sound. Ein Marketinginstrument, das die Herzen der Fans und Follower im Internet erobern soll. Spaß und Motivation finden die Jungs aber weniger in Klicks und Likes, sondern auf der Bühne, im direkten Kontakt mit dem Publikum. Erfolg wird klassisch in Applaus gemessen. Ein Erfolg auf schönen Bühnen zu spielen, zum Beispiel auch mal, wenn es gut kommt, bei Rock am Ring. Also das wäre schon echt cool und dass man eben auch Leute begeistert mit deiner Musik und dass sie da mitmachen, das ist schon echt schön. Ich kann mich für eigentlich bloß anschließen. Erfolg ist für mich einfach, wenn man das Gefühl hat, dass man andere Leute begeistert mit dem, was man macht, dass man auch Fans hat, die zu fast jedem Auftritt von einem kommen und dass man einfach Spaß hat bei dem, was man tut. Anfangs beschränkten sich die verrockten Jungs auf Coversongs. Im März dieses Jahres folgte der erste eigene Song. Nun ist ein ganzes Album in Planung. Spannend, denn neben instrumentalen Fertigkeiten müssen die verrockten Jungs zum ersten Mal auch Persönliches zum Besten geben. Zunächst aber steht eine andere Premiere ins Haus. Bei unserem zweiten Song, Nur Du, der wird jetzt ungefähr in 2 Wochen rauskommen. Natürlich wieder mit Video, kann man wieder auf YouTube, Facebook. Und diesmal machen wir die, also macht unser Videodrehverein Black Block Sound, stellt den auch auf Portale. Genau, Spotify und sowas, damit man sich den auch runterladen kann. Ab dem 27. September ist der neue Song auch über Amazon Music, Google Play und Co. erhältlich. Wer die verrockten Jungs hingegen lieber live erleben will, findet die Band am 6. Oktober im Neubrandenburger Marktplatzcenter und am 20. Oktober zum letzten Auftritt dieses Jahres im Lindetal Center. Thank you.
Benninger, Fahrzeugkomplettreinigung und Reifentreff in der Nonnenhofer Straße in Neubrandenburg. Hier dreht sich alles um des Deutschen liebstes Kind, das Auto. Immer dienstags ist Seniorentag. Senioren zahlen für alle Waschprogramme 15% weniger. Jeden Mittwoch heißt es Frauentag. Die Wäschen 3 und 4 kosten für Frauen nur 7,50 Euro statt 9,50 Euro. Renninger. Alles für Ihr Auto. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Ahoniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft im Fernsehen. Beiträge rund um das Wohnen in der Vier-Tore-Stadt. Monatlich neu, 5-mal täglich auf Sendung. Das Neuwoges-Magazin. Nur hier auf Neu 1. Liebe Zuschauer, im Rahmen unseres landesweiten Magazins Wirtschaftsfenster MV waren wir vor einigen Wochen unterwegs bis an den Plauer See. Dort, in Naturidylle, gab es schon zu DDR-Zeiten ein Urlaubsdomizil, welches aktuell aus ruinösem Zustand ins Heute transformiert wird. Aber sehen Sie selbst. Es ist ein Gebäude mit Ferientradition, das bald wieder Gäste empfangen soll. Lange hatte das Haus leer gestanden. Nun entsteht hier in der Ortschaft Lenz Süd am Plauer See ein neues Seminarhotel. Zu DDR-Zeiten war dieses Gebäude das Herzstück einer Ferienanlage des Schwermaschinenbaukombinats Ernst Thälmann aus Magdeburg. Die Lenzig Domizil GmbH um Jutta Gattig will das alte Haus wieder mit Leben und zahlenden Gästen füllen. Wir hatten dieses Gebäude erstanden und es war halt eine Ruine. Und alle Welt sagte, mach doch mal was aus dem alten Kasten. Dann kam uns die Idee. Und das hat jetzt 1,5 Jahre gedauert. Und jetzt ist es kurz vor der Vollendung. 2 Millionen Euro beträgt das Investment mit ca. 380.000 Euro durch Fördermittel unter anderem aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt. Wo sich einst der Speisesaal der DDR-Ferienanlage befand, entsteht ein großer, mit modernster Technik ausgestatteter Multifunktionssaal. Von hier besteht Serveranbindung in alle Zimmer. Schon zu DDR-Zeiten war das ganze Gebäude durch Kommunikationstechnik vernetzt, damals allerdings aus anderen Gründen. 17 Zimmer entstehen im ehemaligen Küchentrakt, mietbar für Gesundheitsseminare und Firmentagungen. Geplant ist ein Garni-Hotel als Ganzhauskonzept. Ein besonderer Fokus liegt auf Burnout- und Heilfastenseminaren. Der Eröffnungstermin war ursprünglich schon im Mai geplant, doch die Arbeiten verzögerten sich. Grund: Personal- und Lieferschwierigkeiten. Das macht sich besonders auf den letzten Metern bei Einrichtung und Innenausbau bemerkbar. Es geht jetzt nur noch um die Möblierung. Die Möbel werden jeden Tag angeliefert und werden aufgebaut und dann ist eigentlich alles abgeschlossen. Alles andere ist bestellt, Vorhänge, Gardinen, alles ist soweit fertig. Beim Interieur wird dabei Wert auf einen einheitlichen Stil und exklusives Ambiente gelegt. Boutique Hotel Lenz wird das neue Feriendomizil aller Voraussicht nach heißen. Ein aktueller Eröffnungstermin ist für Ende August anvisiert. Ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit, hier herrscht angenehmes Einkaufsklima zu jeder Zeit. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach.
wie das Wetter auch wird. Hier finden Sie immer, was Sie brauchen, ohne groß herumzulaufen. Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Wetter und Veranstaltungskalender verraten es bereits. Wir sind mal wieder am Ende des Neu-Einschonals angelangt. Neue Beiträge sehen Sie wie gewohnt ab nächsten Freitag hier an dieser Stelle. Bis dahin verabschiede ich mich und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Über 400 Tiere in 100 Arten aus aller Welt sind hier im Tierpark Ueckermünde zu Hause. Die genaue Zahl ist dabei natürlich auch von der ein oder anderen Familienplanung abhängig. Das ganze Jahr lädt der Tierpark Ueckermünde groß und klein, jung und alt auf unvergessliche Erlebnis- und Entdeckungstouren ein. Sie werden schon erwartet. Und während auch schon mal ein Bewohner scheinbar etwas launisch reagiert, sorgen andere noch für ein ordentliches Erscheinungsbild. Die Löwen ganz majestätisch desinteressiert, der Pfau auf maximale Wirkung aus. Egal, wann Sie den Tieren begegnen, es sind immer unvergleichliche Beobachtungen ganz aus der Nähe möglich. Dazu kann man auf Führungen und bei regelmäßigen täglichen Schaufütterungen auch noch viel über Tier und Umwelt lernen. Und auch der Spaß kommt im Tierpark Ueckermünde nicht zu kurz. Über das ganze Jahr verteilt stehen spezielle Veranstaltungshighlights auf dem Kalender. Für Pausen und Stärkung, die das großzügige Areal dem Besucher durchaus abverlangen kann, stehen gastronomische Angebote der Tierparkgaststätte oder der Affenschenke bereit. Diese ist mitten auf dem Gelände, gerade bei den kleinen Gästen, sehr beliebt. Na, macht das nicht Lust auf mehr? Der Tierpark Ueckermünde wartet auf Sie. Das ganze Jahr.